Leben läuft gerade nicht so, wie du es gerne willst. Alles lässt kommen. Wir drehen heute das Video zu dem Gedicht von einer takte Beziehung. Schon leicht autobiografisch angehaucht. Und jetzt gleich geht's los und ich muss gleich in einen minus 20 Grad kalten Raum gehen und mit freiem Oberkörper performen. Vorne an, wie nur ein Mann es kann. Umgibst dich dann wieder mit allen deinen Leuten. Wie lange drehst du, was meinst du? Schätze mal 15 Stunden. Spaß. Umgeben mit niveaulosen Bräuten. Bevor wir uns liebten, mochten deine Homies mich. Jetzt trifft das nicht mehr zu. Was ist schiefgelaufen, fragst du dich. Nee, weißt du es wirklich? Sie hat Panik, aber sie lacht. Wenn es drehen und wenn, es liegt nicht mehr in meinen Händen. Storyboard? Follow me. Du sitzt over shoulder, das ist deine Rückenpartie, du guckst rechts über die Schulter und wir drehen von Sekunde 0 bis 35. Scheinbar noch zu eigenwillige Lenden, die sich unkontrolliert, was dir unbewusst passiert, immer wenn dich was frustriert, anderen Frauen zuwenden. Bist verwundert über meine Reaktion, damit hast du nicht gerechnet, keine Wut, kein kalter Unterton. Baby, du machst dir gar nichts draus, bist total so. Wow. Wie war's? Gut. Erste Runde? Ja, aber so geil, weil sich alles so straff anfühlt und so hart und so gänsehautig. Hat du eine Nerverei irgendwann den Grund gefunden, die ganze Sache mit einem äußerst ungesunden. Ich bin ein Wüstenmädchen. Ich komme aus dem trockenen, wüsten, staubtrockenen Iran. Mich wie eine Klette verzettele und dabei so täte, als wäre ich die Marionette. Du sag mir, wie du es willst, Lennart, ich mach das. Kamera kurz sichern bitte. Knete? Kein Ding, das schaffe ich. Wein kann ich alleine. Wir haben eh nur deine Suppe ausgelöffelt. Niemals meine jetzt. Essensversprecher. Richtig. Ja, ich sage viele Dinge, auch so gemeine. Bei jedem Streit habe ich eingelenkt. Bestandsaufnahme. Ein Part haben wir noch und dann sind wir fertig. Was ist mit der Heulszene? Heul, du heulst doch so schon. Als du auf die Tür sagst, dass ich gehen muss, ich dachte, ich werde mit dir alt. Du gibst mir den letzten Kuss. Die Wohnungstür fällt hinter was mir zu. Was? Wenn ich das mag, sag meinen Stolz, was? Lasse dich in Ruhe. Malermeister Sven. Okay. DJ Perez von den Beethovens. Ja, ohne Takte zu gucken. Macht er sich auch nackt? Forschungsunternehmen Jasmin Shakiri. Dumm und dümmermäßig. Letztlich habe ich zu viel für uns getan oder zu wenig. Oft warst du gut zu mir und ich war eklig. Wenn ich wütend bin, bebe ich. Meine Emotionen lebe ich. Doch um uns zu kämpfen ist auf keinen Fall vergeblich. Denn ich verändere mich stetig. Wir haben uns aufgehalten, es war. Du hast dich abgefunden, aber du bist auch drüber hinweg, oder? Du hast den Mann, Musik. Hast du irgendwas für meinen Arsch? Gib mir mal die eine Decke da hinten. Du zeigst dich wie eine Anfängerin. Baby, du fehlst mir so. Du inspirierst mich als Sängerin. Ich lenk mich ab mit dem anderen Mann, der mich liebt. Und dieser Mann heißt Musik. Ich bin so froh, dass er da ist, dass es ihn gibt. Dieser Mann heißt Musik. Dankeschön. Ist geil, wenn eine Frau zuhört, ne, Lennart? Ja, endlich mal. Wenn sie hier am Schwanz rumfummeln, dann am Schwanz fummeln, macht er Geräusche. Cool. Standard, das ist bei, ne? Männern so normal. Miete und überschüttet mich mit Geld. Er hat meinen Rücken. Final Words, wir hatten einen wunderschönen Tag in diesem Kühlhaus. Videodreh, Jasmin Shakiri. Ja. Vor mir auf die Knie und hält um meine Hand an. Ist es Telepathie? Um diese Uhrzeit klingelt mein Handy nie. Ich höre deine Stimme, diese schöne Melodie, Euphorie. Ja, 100 Takte abgedreht, 100 Takte Beziehung. Hier im Relais, in der Kühltruhe vom Relais sozusagen. Du sagst, du wolltest früher. Manuela hat dich geschminkt, Charlie und Nico haben mir den Rücken freigehalten. Lennart hat übergeil Kamera gemacht, Dilio hat ganz toll assistiert. Beethovens haben mal kurz einen Star-Auftritt gehabt. Und ich habe gefroren. Und ich hoffe, das Ergebnis gefällt euch am Ende. Es würde dir nicht anders gehen, du musst wissen, ich habe so viel nachgedacht. Über Stolz, über Liebe, über Hass, über das Leben, will Gedanken mit dir teilen, dir etwas davon geben. Durch die Trennung weiß ich, du warst alles für mich. Doch weil ich mich wieder liebe, bleibt kein Platz mehr für dich.